Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Nach langer Zeit stehe ich mal mit einem SL 92, meine Güte, Überlandbus auf dem Betriebshof in Römerberg. Auf der Map Römerberg V3, eine Klassikerkarte. Ich habe heute einen Fahrplan ausgewählt, nämlich Regionalbus Römerberg. Wir werden gleich mit diesem Bus hier auf dem Regionalbus, auf der Regiobuslinie fahren. Aber erst bevor wir das machen, fahren wir mit unserem Bus zur Tankstelle. Ich hoffe, oder vielleicht reicht der Sprit ja auch, der da drin ist, dass wir den Bus jetzt nicht extra auftanken brauchen. Jetzt geht die Tankanzeige nicht an. Wir können auch mal kurz Lenkrad raus ausblenden. Der Tank ist freundlicherweise sogar voll. Wir werden heute mit dem Bus erstmal hier aus dem Betriebshof rausfahren in Richtung Römerberg ZOB zum Bussteig 3. Dort werden wir dann gleich als Regionalbuslinie einsetzen. In Richtung Blaureuth Westbahnhof fahren wir dort dann hin. Ich möchte mal gerne den SG 92er als Überlandbus euch mal zeigen in diesem Video, in einem Let's Play. Wo eignet sich der Bus halt am besten? Nämlich auf Römerberg. Da kann man nämlich mit solchen alten Schätzchen rumfahren, sag ich mal. Es gab ja schon mal diesen MAN SL 200. Zwei als der MAN SL 202, den hatte ich ja damals mal als Modbus gehabt. Jetzt gibt es diesen Bus halt als DLC-Bus. Da ist der auch reinweg eingedeutscht, der Bus. Ist halt ein deutscher Bus, ist auch alles in Deutsch beschriftet. Der andere Bus, da gab es halt welche, der war dann voll gepimpt. Der Bus hatte einen Heckspoiler dran gehabt und an den Seiten sogar Vorhänge drin gehabt. Man kann das Lenkrad, glaube ich, auch verstellen. Also die Neigung des Lenkrades. So. Man kann die Lenksäule ein bisschen verstellen. Reinweg nur halt die Lenksäule. Dass man den Tachometer dann auch ordentlich sieht. Den Bus kann man auch noch ein bisschen verändern. Hier erstmal das Modul reinstecken in die Kasse. Das geht dann halt über die Kasse. Und der PIN steht halt von der Verkäufer, von dem Modul steht halt hier drauf. Gibt man halt hier ein. So. Ich glaube, mit der Kasse bin ich mal letztes Mal rumgefahren, als ich den Bus auf Ruhrau V2 vorgestellt habe, als Gelenkwagen. Heute ist es halt mal ein Solobus. Warten auf Ibis-Daten, da werden wir erstmal noch nichts eingeben. Man kann nämlich hier irgendwas umstellen. Quit nicht. Ich bin mit dem Bus auch lange nicht gefahren, deswegen muss ich erstmal überlegen, wo ginge das jetzt, wie ging das nochmal? Weil man kann hier was in den Einstellungen was verändern. Man kann ja auch die Geldkasse ändern. Wir haben jetzt momentan einen Euro-Wechsler, glaube ich, hier drin. Der kommt aber trotzdem D-Mark raus. Wir müssen das jetzt mal umstellen auf D-Mark-Kasse. Weil eben bei der D-Mark gab es ja keinen 20-Pfennig. Ich muss aber auf D-Mark-Kasse umstellen. Ja, es ist natürlich doof, dass ich jetzt hier so einen Euro-Geldwechsler hier drin habe.
Man kann eigentlich hier auch an diesem Bus etwas verändern, weil ich möchte halt gerne mal diese Luftdrucktüren halt mal durch eine elektrische Tür ersetzt, aber wie das geht, weiß ich nicht. Vielleicht muss man, obwohl ausmachen geht, braucht man nicht. Ja, Euro ist bereits so. CTI-Dateien. Repaint gesperrt. Leider geht es nicht. Schade. Man kann hier leider nichts anpassen. Weil das Repaint unterbindet leider das E-Bill, das halt irgendwelche Anpassungen an diesem Bus vorzunehmen. Egal, dann stellen wir jetzt erstmal keine Linie ein. Wir machen erstmal den Motor an. Jetzt schon eine Verspätung drin? Ja, schon eine Verspätung. Ich hätte eigentlich schon losgefahren sein müssen. Schön Zahnradfahrwerk. Kenne ich den Bus auch so aus im realistischen Leben? Hätten eigentlich schon längst losfahren müssen. Also mal kurz die Hilfspfeile anmachen. War heute mal ein bisschen nostalgisch unterwegs. Ein Bus aus meiner Kindheit. Kenne ich ja auch noch aus der Kindheit. Diesmal sitze ich mal am Steuer, nicht als Fahrgast. Aber der gibt auf jeden Fall gut Gas, der Bus. Schönes Zahnradfahrwerk. Herrlich. Ich bin zwar schon mal mit euch auf der Regiobuslinie mal gefahren. Steht jetzt leider auch nicht da, welche. Doch, im Fahrplan steht das drin, wo wir unseren Ankunft haben. Jetzt steht natürlich schon der Fahrplan da oben drin. Da fahren wir jetzt einfach mal irgendwo durch. Am besten nehmen wir uns die breitere Spur da hinten. Hier muss man natürlich wieder die Klimaanlage selber einstellen. Also nicht, das ist ja noch nicht mal so eine Klimaanlage, sondern nur so eine alte modische Heizung, die man natürlich selber regulieren muss nach Gefühl. Da ist der Mensch nämlich der Thermostat. Müssen wir gleich mal ein bisschen die Heizung einschalten. War ich jetzt tatsächlich jetzt nur nach Zavelstein oder was? Nee. Derzeit nicht im Betrieb. Machen wir mal einfach an. Machen wir erstmal das IBIS-Gerät klar. Ich weiß nicht, ob der Bus eine Haltestellenbremse kennt. Linie Kurs. Ja, ist derzeit die Frage, welche Linie ist das denn? 635.
Leider hast. So wie so, wie so früher noch dieses diese elektrischen Spiele da. Ja, ich weiß es. Muss ich das mit Kurs eingeben oder was? 6-3-5-0-1. Keine Ahnung. Als Leerwagen möchte ich jetzt aber auch nicht unterwegs sein. Ah, hier kann man dann die Anzeigen ändern. Aber wieso kennt er jetzt das Ibis jetzt die Linien nicht? Ja, ist okay jetzt, Mann. Linie Kurs 63500. Was ist daran jetzt falsch? Verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Hier ist doch Römerberg Hofdatei drin. Das Ibis gericht einen auch auf hier. Ah, das geht? 01. Nochmal Route 02. Westbahnhof, das ist richtig. Jetzt kommen sie auch rein. Machen wir erstmal Licht an. Voll vergessen. Machen wir alles an, ist egal. Wir sind ja im Bussimulator und nicht im echten Bus. Aber wir werden jetzt auch da oben angezeigt für sofort fahren, abfahren. Das ist halt nur so eine kurze Dienstplan, ist das hier. Hier gibt es nämlich auch so kurze Umläufe. Das heißt, er fängt morgens um 5 Uhr an und um 9 Uhr hat man Feierabend. Aber so lange werde ich jetzt natürlich keine Folge machen. Ich werde jetzt nur die Linie einmal fahren, diese Regionalbuslinie 635. Die werde ich jetzt nur fahren. Machen wir erstmal die Heizung an. Damit die Fahrgäste nicht gleich sagen, es ist kalt im Bus. Bitte abfahren. Ja, machen wir das. Wir wissen es. Diesmal wieder mit Ansagen. Da hat man viel zu viele Hilfsseile platziert. Ich fahre jetzt zum Rathaus. Ich bin ja schon mal auch eine komplette Nachtschicht mal auf Römerberg gefahren. Damals mit dem Mercedes da halt, mit dem O407. Hier ist der Drehzahlmesser im Tacho integriert. Nämlich die gelbe Skala, die im Tacho angezeigt wird. Ach, wir brauchen nicht. Doch, wir müssen tatsächlich blinken. Normalerweise gehört da ein Zusatzschild hin.
Zeig mal eine richtige alte Oldtimer-Karte. Ich werde wahrscheinlich diese Karte zukünftig benutzen, um halt mal irgendwelche Busse vorzustellen. Es gibt nämlich einen weiteren Bus-DLC, nämlich so ein Setra-Buspack-Paket. Werde ich mir mal im nächsten Monat auch mal kaufen. Und dann werde ich euch das auch nochmal let's playen. Ach, ich lasse mal Fahrkartenverkauf aus hier. Weil ich hier so eine komische Eurokasse habe hier drin. Der hatte Vorfahrt gewähren gehabt, deswegen habe ich gehupt. Die Fahrt wird jetzt ein bisschen kürzer gehen, also nicht so lang dauern wie die eigentliche Regionalbuslinie. Wir fahren jetzt irgendwie direkt dorthin, nach Blaureuth. Hat hier einer die Haltewunschtaste gedrückt? Nein. Den Bus habe ich in der Realität auch noch nie gesehen gehabt, diese Überland-Variante. Boah, wie ich mich damals immer geärgert habe, dass die Karte nicht funktionierte, weil das so eine schöne Überlandkarte auch ist, Römerberg. Die kann man auch als Überlandkarte ansehen. Vielleicht werde ich morgen auch mal wieder mein Summercast streamen, weil das ein Wunsch von einem Zuschauer ist, der mir das in die Kommentare reingeschrieben hat. Er meint, das wäre lustig. Das Spiel ist ja auch ein lustiges Game. Ich bleib mal wieder schön brav stehen. Ja, habe ich mir... Die Hilfspfeile sind ein bisschen auch irritierend. Diese, da habe ich mich schon mal ein paar Mal zwar verranzt. Ah doch, es gibt doch eine Haltestellenbremse mit ohne Türfreigabe, gibt es hier. Ja, ich fahre jetzt ja am frühen Morgen im Spiel. Das heißt, wir fahren jetzt mal durch die Nacht. Durch die restliche Nacht. Soll jetzt keine Anspielung sein, dass ich jetzt letzte Woche Nachtschicht hatte oder so. Damals, als ich da hier ein Special gemacht habe. Jemand die Haltewunschtaste gedrückt. Mal einfach mal nach hinten gucken. Ja, Mist. Da guckt man direkt schon aufs Lenkrad.
Nicht, dass einer jetzt an der Tür steht und wartet, ob da. Jetzt fahren wir direkt bis nach Zavelstein durch. Normalerweise gibt es ja auch Linien, wo das halt nicht der Fall ist. Da fährt man noch einige Zwischenstopps noch an. Hier hat man wieder Häuser aus Spandau. Hier stehen nochmal Häuser aus Spandau. Ich weiß ja nicht, ob ich mal diesen Gletscherexpress mal zeigen soll. Aber nicht im Schnee. Da brauchst du echt einen Unfall. Man hat es ja schon bei Philipp LP ja gesehen. Ihr seht, das wird jetzt richtig bergig hier. Sind halt die allerersten Anfänge von Omsi-Map-Bau. Ich will halt auch mal ein bisschen auf klassischen Karten auch mal fahren, um euch das mal zu zeigen. Weilerau halten wir nicht an. Sieht jetzt irgendwie so eine Schnellbuslinie. Ich glaube, ich war hier nur einmal auf dieser Karte unterwegs gewesen, einem Let's Play von mir. Damals noch Let's Drive genannt. Kickdown. Ja, nächster Halt ist der Zavelstein. Auch ziemlich komisch gestylt, diese Gegend auf jeden Fall. Da ist nämlich auch der Gletscherexpress. Da fährt der Gletscherexpress auch ab von dort. Den habe ich euch, glaube ich, auch noch nie einmal gezeigt. Den habe ich auch schon mal, diesen Umlauf. Des Gletscherexpresses habe ich euch auch habe ich euch noch nicht gezeigt, aber ich bin privat fast diesen kompletten Umlauf abgefahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, hör auf, ey, ich habe keinen Bock mehr, ey. Das möchte ich auf jeden Fall in meinem Alheim V4 nämlich mal machen. Einen kompletten Umlauf, so einen kompletten Dienstplan mal befahren. Komplett abfahren mit euch zusammen in einem Livestream. Hier hat man sich schon mal an ersten Baustellen damals herangewagt, diese ins Spiel einzufügen. Halten wir auch nicht an. In diesem Dorf hier. Wir sind ein Schnellbus oder so ein sogenannter Expressbus. Zeige ich euch in diesem Video mal diesen SL 292 als Solobus. So hat damals Omsi angefangen, noch zu Omsi 1 Zeitalter. Da hat es auch nicht lange gedauert, da kam irgendwann schon ein Omsi 2. Und dann sollte eigentlich dann
der Lotus dann den nächsten Erfolg erzielen, aber wie man sieht, hat sich dieses Programm leider schon tot irgendwie. Hat man dem Simulator Lotus einen Grabstein schon aufgestellt? Da werden irgendwelche Projekte angefangen, die sind immer noch jahrelang in Early Access. Und jetzt hat man dem Early Access Game Lotus nämlich jetzt einen Grabstein, einen Grabstein gemeißelt. Hat man das quasi beerdigt und einen Grabstein draufgestellt. Da sieht man nämlich jetzt seit fast einem Jahr kein Update mehr. Da wird man wahrscheinlich noch jahrelang, noch Jahrzehnte, noch vielleicht noch ein Jahrzehnt mit OMSI noch klarkommen müssen. Da kommen immer noch vielleicht einige DLCs raus für den OMSI. Weil in der Vergangenheit gab es immer noch weit nur Bus-DLCs. Diese Karte hier, Römerberg, spielt ja in Bayern. Jetzt haben wir wieder Verspätung. Aber die Karte ist nämlich nicht so performance-lastig. Da habe ich noch nie eine Meldung bekommen, dass ich das Spiel auf reduziertem Multi-Trading spielen soll. Dass ich die Bildwiederholungsrate runterstellen soll. Normalerweise fehlen auch an den Straßenseiten bei solchen gefährlichen Bereichen jetzt hier eigentlich eine Leitplanke. Normalerweise ist es nicht so gut ausgeleuchtet. Wir haben zwar jetzt nicht vor der Haltelinie gestoppt, wir haben es aber danach gemacht. Da hört man so richtig das Zahnradfahrwerk arbeiten. Bei dem Bus. Hört sich auch echt authentisch an, der Bus. Da braucht man keinen Soundmod. Und auch kein Mod, der dann halt original Markenembleme auf den Bus anbringt. Da hat MAN irgendwie nie so großartige Probleme gemacht mit Lizenzierungen. Was halt bei Mercedes leider der Fall ist. Wie ich auf diese Karte gekommen bin, ist halt von Philipp LP, der hat dann halt ein ziemlich langes Video gemacht. Ich glaube, das war sogar ein Livestream, wo er dann halt diese Regionalbuslinie da abgefahren hat, wo er an jeder Straßenecke dieser Bus auch anhält. Da ist er damals mit dem Neoplanbus gefahren. Jetzt kommen wir endlich in Zabelstein an. Und ich musste unbedingt diese Karte auch installieren. Musste halt auch öfters fluchen, dass es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und da habe ich es immer wieder versucht und dann habe ich es endlich mal irgendwann hingekriegt, die Karte vernünftig zum Laufen zu bekommen. Ja,
Ich muss auch mal kurz auf den Fahrplan gucken. Ja, da steht kein Bussteig. Ich glaube, da wo das Haltestellen Hilfsobjekt angezeigt wird, da muss ich herfahren. Fahren wir jetzt mal hier so durch. Winken wir einmal zum Kollegen guten Tag oder guten Morgen. Zweite Tür aufmachen. Kommt rein in die gute historische Stube. Können wir auch, glaube ich, sofort weiterfahren? Oder auch nicht? Bleiben wir noch mal ein bisschen stehen. Ich mag halt. Wie ich das schon in der letzten Folge gesagt habe, ich mag halt solche Türen halt, weil andere Türen kannte ich damals nicht. Beim MAN-SG oder SL 92. Man kann nämlich hier bei diesem Bus-DLC auch andere Türen hier reinsetzen. Das heißt, dann hat man hier so voll verglaste Türen hier drin. So wie es bei dem SD202 der Fall ist. Da hat man solche Türen auch, findet man solche Türen auch. Aber ich habe dann lieber solche Türen drin, weil ich kenne den Bus gar nicht anders. Finde diese Türen halt meinem Geschmack halt schöner. Ist zwar doof, man kann zwar nicht so gut den Bürgersteig jetzt hier sehen, aber das ist dann halt der Grund, warum man jetzt heutzutage nur voll verglaste Türen hier einbaut in die Busse, weil man sonst den Bürgersteig nicht sehen kann. Ja, wir können auch weiterfahren, glaube ich. Ne, noch nicht. Warten noch ein bisschen. Ja, der Gegenkurs Buslinie 612 zurück nach Römerberg, wo wir jetzt gerade hergekommen sind. Man kann ja auch, glaube ich, diese Stempelkästen sogar tauschen. Man kann das Display, diese Haltestelleninanzeige auch rausnehmen. Da oben. Zeigt jetzt gerade an, dass wir jetzt in Richtung Westbahnhof fahren. Nach Blaureuth. So, wir fahren jetzt mal wieder weiter. Ach, habe ich die zweite Tür noch offen? Ist die zweite Tür noch offen? Tatsächlich. Sollten wir mal natürlich zumachen. Boah, jetzt weiß ich nicht, wo fahre ich jetzt weiter? Weil jetzt kein dynamischer Hilfspfeil vorhanden ist. Nachdem wir Zawitstein verlassen haben. Berghalde. Steht jetzt hier natürlich nicht da. Gletscherparkplatz fahren wir an dem wir auch vorbei. Ja, dann können wir rechts abbiegen. Das weiß ich jetzt leider nicht so wirklich. Deswegen musste ich jetzt nachgucken. Ich habe jetzt eh erstmal zu stehen. Ich glaube, es gibt nämlich auch Kurse. Jetzt fahre ich wieder zu schnell. Jetzt darfst du wieder ein bisschen schneller fahren. Grüß dich, Kollege. Ja, Richtung Berghalde. Miet. Haltewunsch. Bauhaus. Steht keiner an der Haltestelle, aber es möchte einer aussteigen. Raus mit euch.
Hä? Immer noch? Was ist los? Der Gletscherexpress fährt nämlich auch von Zabelstein aus, hier also von Zabelstein ab, fährt dann über diese Berghalle, fährt dann halt zu diesem Gletscherparkplatz und dann auf den Gletscher hinauf. Und das ist halt für mit Schnee eine Abenteuerfahrt. Da bist du nur am Rutschen. Was ich damals auch geflasht hat, ist halt dieser Tunnel hier oder die Tunnels, die es hier gibt. Auch ziemlich gefährlich, dieser Tunnel hier. Das sind halt die ersten Baukünste, Objektbaukünste, die man in Omsi 2 erlebt hat. Sollte man nicht so übertreiben, sonst läuft gleich das Getriebe zu heiß. Gletscherparkplatz müssen wir jetzt da. Ist das der Gletscherparkplatz Haltestelle? Ja. Für jetzt ist das ein bisschen zu düster. Normalerweise müsste jetzt die Haltewunschleuchte ausgehen. Ja, komm, fahr. Oder lässt du mich? Das wäre sehr nett. Dass sich mal wenigstens einer dran hält, wenn ein Bus. Ach, ich darf geradeaus fahren. Da ist die Seilbahn. Auch mit der kann man nach oben fahren. Oder alternativ auch mit dem Gletscherexpressbus. Aber der fährt jetzt, glaube ich, in den frühen Morgenstunden noch nicht. Nächster Tunnel. Es wird gleich noch einen lustigen Tunnel geben. Miep. Da ist nämlich nur eine Fahrspur, geht nur eine Fahrspur durch. Das heißt, da wird diese einzelne Fahrspur, die durch den Tunnel durchführt, dann halt Ampel geregelt. Das wird bestimmt jetzt gleich auch kommen. Wenn das sich sogar am Bodensee darstellen soll, die Region am Bodensee. Soll ja angeblich dann im in der Nähe von Nürnberg so spielen die Karte. In diesem Gebiet von Deutschland. Oh, man darf hier schneller fahren. Aber ich fahre natürlich hier keine 80. Wir sind vernünftige Busfahrer. Wir machen wahrscheinlich jetzt hier so eine komische Rundfahrt durch Trossingen.
Ah, nee, wir fahren nämlich jetzt einmal ins Dorf Drossingen rein und machen dort eine Kehrtwende und fahren dann wieder aus dem Dorf wieder raus. Boah, Blinker. Ich habe noch nicht mal das Lenkrad komplett eingeschlagen. Ja, lauf durch den Bus, durch die Tür. Lass meine Tür in Ruhe. Hat dir nichts getan. So, jetzt fahren wir in den Kreisverkehr und drehen uns dort wieder um. Steht da auch der U-Turn? Englisch? Oder Umkehr? Ja, fahr einfach, du Citroën. Früher habe ich so gar nicht reagiert, ey. Auf Römerberg damals, ey. War ich ja selber erstmal. Sorgt aber ein bisschen für Unterhaltung, sowas. So, jetzt biegen wir nach links ab. Hier hat man einfach einen Ampelsplein genommen, ohne Bürgersteige. Ja, komm, fahr du VW-Bus. Das Gute ist bei diesen Bussen, also bei diesem Bus-DLC, man braucht nicht extra irgendwie noch so eine Rollbanddatei installieren. Da ist das Kloster da hinten. Alte Abtei. Warum diese alte Abtei heißt, keine Frage, kein Plan. Vielleicht ist das auch kein Kloster mehr. Auch komisch hier. Gut, dass nicht einfach die Tür aufgeht. Beim alten Bus. Beim Überlandbus sowieso, glaube ich, nicht. Weil es gab bestimmt schon damals auch schon zu OMSI 1 Zeit. Gab es welche, die halt gerne schon auf Überlandkarten fahren oder auf Überlandstrecken? Kommt wieder ein Kollege im MAN. Tachchen. Oder guten Morgen. In Spanisch Buenos Dias. Wir sind ja hier nicht in Spanien, sondern in Deutschland, in Bayern. Da geht sogar die rote Kontrollleuchte an. Nächstes Mal fahre ich wieder mit Fahrkartenverkauf. Wenn ich mal wieder auf ALMV4 unterwegs bin. Ich möchte ja gerne mal einen Livestream machen, wo ich dann einen kompletten Dienstplan abfahre. Ist lustig, ne? Wir dürfen mit unserem
Bus daherfahren, aber der ein LKW nicht. Ja, hier werde ich mal ein bisschen langsamer. Auch hier will keiner mit. Ja, jetzt kommt diese gefährliche Ecke. Diese Straßen stammen halt vom Add-on OB 305. Da hat man tatsächlich mal auch Karten mitgeliefert, nicht nur einfach nur einen Bus. Nicht so schnell werden. Hier hat man schon mal sehr oft das Getriebe heiß laufen lassen. Ziemlich gefährlich auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ich schon mal eine Stadtbuslinie schon mal abgefahren habe. Der Nachtexpress, der fährt auf jeden Fall überall her. Und dann gibt es ja auch hier diesen Nachtbus. Habe ich ja damals mal mit dem O407 ja gemacht. Eine komplette Nachtschicht. In einem Video festgehalten. Da war ich auch sogar bis morgens um 4 Uhr in Echtzeit am Drehen. Wo ich dann den Bus wieder abgestellt habe im Betriebshof da und vollgetankt wieder abgestellt habe und sauber. Da habe ich wirklich bis morgens um 4 Uhr im Realtime halt ein Video gemacht. Und das geht tatsächlich auch sogar 10 Stunden, glaube ich. Da sind halt auch mal so ein paar kleine Specials oder so ein paar Specials, die ich dann halt gemacht habe. Kommt nämlich gleich eine Baustelle. Hier muss man auf jeden Fall auch mal gut aufpassen. Lass einfach den Bus rollen. Sonst ist das hier wie so eine wilde Achterbahnfahrt. Mit dem Gelenkbus sollte man hier auf jeden Fall nicht herfahren. Da unten ist die Baustelle oder das ist halt so ein Lawin. Da hat sich nämlich Schlamm gelöst vom Berg, deswegen ist jetzt da eine Baustelle. Muss halt weggeräumt werden. Hallo liebe kleine Baustellenampel. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ich bin damals ja auch mit Kollision gefahren. Wir können uns ja mal kurz den Bus mal von außen angucken, wie die Beschilderung aussieht. So sieht unsere Beschilderung aus. Ist halt keine Datei, die man in Rollbandordner vom OMSI 2 einfügen muss. Das wird einfach, der Bus erstellt quasi ein Rollband, wenn man hier ein Ziel einstellt.
Wenn man am IBIS-Gerät einfach ein Ziel einstellt, dann wird das einfach auf dem Rollband dargestellt. Ich gebe jetzt auch gar kein Gas. Ja, doch, ein bisschen gebe ich mal Gas, damit die anderen auch noch über Grün fahren können. Hier haben wir auch gerne mal die Fahrgäste gemeckert. Hier hat sich nämlich die Erde wahrscheinlich gelöst, deswegen, oder ne, da sind sie am. Bauen sie eine Mauer. Im Schnee sollte man wahrscheinlich da nicht lang fahren, das ist oder ziemlich vorsichtig. Boah, ich hasse diese Kurven, ey. Aber es hört jetzt ja eh gleich auf. Da braucht man bestimmt auch extra eine Schulung dafür, für sowas hier. Um solche Strecken, glaube ich, abfahren zu können. Ne? Keiner raus. Komischerweise auch keiner einsteigen. Doch. Will der mit oder sie mit? Na, sieht nicht danach so aus. Sie rennt einfach nur wehrlos. Da kommt jetzt dieser Tunnel mit dieser Ampel. Ist jetzt gerade für uns rot, weil es da nur eine. Der Tunnel ist nur eine ein Fahrstreifen breit. Ja, jetzt haben wir grün. Ich hoffe, dass wir jetzt mit darüber kommen. Lassen wir uns mit drüber. Sehr freundlich, Ampel. Der Tunnel ist aber auch nicht so lang. Aber kann bestimmt im Real Life auch sowas geben. Wir halten da wahrscheinlich jetzt auch hier an. Komm, fahr weiter, der Blaureuter. Ich will auch nach Blaureuth. Ein bisschen ruckelt das auch mal hier, aber ist jetzt nicht die Welt. Guten Morgen. Wir dürfen jetzt 50 fahren. Erinnert ein bisschen an Städtedreieck hier, diese Landstraße hier. Städtedreieck ist ja auch einer meiner Lieblingskarten. Aber da gibt es eine Modifikation, nämlich Städtedreieck 21. Vielleicht lade ich mir die auch mal runter und installiere das. Aber Alheim V4, Alheim und Laurensbach moddet. Diese Karte ist ziemlich schwierig zu installieren. Habe ich auch das war auch ein Hexenberg. Die habe ich auch gar nicht installiert.
Hier habe ich mich damals auch mal ziemlich schwer getan damals, nämlich hier abzubiegen. Hat auch gerne mein Lenkrad immer sich aufgehangen. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen stehen bleiben. Eigentlich sieht das in Bayern so nicht aus. Almarin. Bleiben wir mal ein bisschen stehen hier. Wir haben jetzt tatsächlich jetzt mal eine Verfrühung hier drin. Das IBIS-Gerät sagt ja dann auch irgendwann, bitte abfahren. Was mich aber sehr leider ich vermisse, sind halt so spanische Maps für OMSI 2. Es gibt leider nur die Karte Palma de Mallorca, also der Mallorca-Map von Kevin Nitschmann. Und sonst gibt es, glaube ich, keine spanisch thematisierte Karte. Was ich sehr schade finde. Vielleicht gibt es ja in Spanien auch keine OMSI 2 Spieler. Kann auch sein. Irgendwie distanzieren sie sich mit komplett allem. Ich habe das ja mal schon mal in meinem Ruhrau V2 Video im SB6, auf der SB6 Busfahrt habe ich das ja auch schon mal irgendwie kritisiert. Teilweise kritisiere ich das aber auch in Spanien, wenn ich auch vor Ort bin. Da ist man echt am Überlegen, ob man nächstes Jahr überhaupt nicht mehr nach Spanien fliegt oder überhaupt im Urlaub fährt nächstes Jahr. Einfach im Sommersferien zu Hause bleibt. Ich werde jetzt natürlich jetzt keine Uhr vorspulen. Ich heiße nicht Florian Kahle oder Philipp LP. Dann erzähle ich halt mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Das ist jetzt zwar jetzt nichts aus dem Nähkästchen erzählt, aber bedanke mich auf jeden Fall für einige Kommentare, die dort geschrieben worden sind unter den Videos. Zum Beispiel das auch unter das Video mit der Wohnung, die ich euch da gezeigt habe in meiner Playliste Dortmund. Habe ich euch ja eine Roomtour gezeigt über meine Wohnung. Die hat ziemlich viele Aufrufe erzielt, komischerweise. Stehen zwar auch zwar so komische Kommentare drunter. Aber einige Videos oder ein Kommentar fand ich ziemlich gut. Jetzt fahren wir auf die Autobahn. Womit der KI-Verkehr nicht klarkommt. Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, sehr geehrte Busfahrer, bitte deaktivieren Sie die Kollision. Sonst könnte es erhebliche Unfälle geben auf der Autobahn, da der KI-Verkehr mit dem Autobahnfahren nicht klarkommt.
Jetzt fahren wir Richtung Stadtgebiet Blaureuth. Was jetzt auch nicht die Innenstadt ist. Da fuhr gerade ein Kollege, ebenfalls als Regionalbus. Boah, was macht ihr eigentlich hier, ey? Aber die Fahrgäste haben es bis jetzt noch nicht gemeckert. Normalerweise meckern die Fahrgäste auch immer sehr gerne. Scheiße, dass man nicht nach Blaureuth Zentrum fahren kann. Das ist schade. Vielleicht hatte der Entwickler sich das aber mal gedacht. Dass man mal irgendwann ins Stadtzentrum von Blaureuth fahren kann. Jetzt wollen sie alle ausfahren hier, oder was? Das ist ja unfassbar, ey. In Real Life würde das jetzt auf jeden Fall so bösartig knallen. Boah, fahrt doch einfach. Jetzt fahren sie natürlich alle hier runter. Boah, was ist das hier? Könnt ihr euch mal entscheiden, wo ihr hinfahren wollt? Ja, das waren damals die ersten Autobahnbauversuche, die man in OMSI 1 damals auch schon umgesetzt hat. Aber dummerweise hat man den Simulator halt nicht so programmiert, dass man auch Autobahnparts mich stört das jetzt nicht, wenn mal ein paar Leutchen vorne aufsteigen wollen. Das ist mir jetzt auch nicht... Finde ich jetzt nicht so tragisch. Ich bin halt netter Busfahrer. Und sag nicht, gehen Sie nach hinten und steigen Sie dort aus. So, nächstes Mal fahre ich natürlich wieder OMSI 2 mit Ticketverkauf. Erweitert, natürlich. Ein LKW. Grenadierkaserne. Ja, leider kann man die Repaints, die man damals für den SL 202 gemacht hat, diesen gemoddeten als Freeware-Bus damals. Oh, da möchte jemand aussteigen an der Kaserne. Ich dachte, da wäre jetzt wieder so eine Ampel hier. Hier ist die Kaserne. Bei dem wir jetzt vor der Tür anhalten. Gibt es auch in Städtedreieck auch sowas?
Ja, guten Tag, gibt es hier nicht einen Bus? Busfahrer sind immer Roboter. Warum steigt ihr alle vorne aus? Das gefällt mir aber nicht, ey. Es gibt doch auch eine hinten eine Tür. Und blockiert die einsteigenden Fahrgäste nicht immer die Tür, ey. Katharinenplatz. Ich glaube, die vorletzte Haltestelle, also die letzte. Der letzte Zwischenhalt. So nach Bayern sieht das auf jeden Fall hier nicht aus. Boah, fahrt. Oder muss ich euch schieben? Ja, dann fahr. Und überleg nicht erst. Könnte man sich denken, man wäre jetzt in Alheim unterwegs, aber das ist halt Römerberg. Da möchte tatsächlich noch jemand mit, ey. Unfassbar. Warum steigt ihr alle vorne aus? Ja, da die meisten steigen aber hinten aus. Zum Glück, ey. Aber auch jetzt die Maus benutzen. Ey. Was veranstaltet ihr jetzt hier wieder? Dann möchte auch bitte abbiegen nach rechts, ne? Das ist eine Rechtsabbiegespur. Ja, hinten ist der Ausstieg. Ja, komm, steig aus, junge Dame. Aber der KI regt einen aber auch manchmal auf hier. Wird auch schon langsam hell draußen. Wird schon langsam hell draußen, wie man sieht. Der Bahnhof, der Westbahnhof ist auch schon ausgeschildert.
Befindet sich aber bestimmt nicht im Zentrum der Stadt. Da wird es bestimmt noch einen Hauptbahnhof geben. Kann man noch die älteste Baureihe noch, die damals in den 30er Jahren gebaut wurde, die von der Berliner S-Bahn sehen. Die uralte Baureihe noch. Auch hier endet dann auch an dieser Stelle, an diesem Busbahnhof oder an diesem Blaureuther Westbahnhof, endet dann auch unser Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne mit Daumen nach oben wissen. Schreibt mir gerne positiv oder auch negative Kommentare unter das Video. So, alle raus hier. Ja, wir lassen jetzt mal ganz rotzfrech mal die Leute hinten aussteigen. Bitte. Lasst auch gerne auf meinem Kanal ein Abo da. Ihr findet ihn unter Markus Schlaut und auf YouTube. Aktiviert gerne auch die Alarmglocke, wenn ihr wissen wollt, wenn weitere Videos, entweder als Let's Play in OMSI 2 oder auch, wenn ich mal wieder unterwegs bin, auch im Real Life geben wird auf meinem Kanal. Ich sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal hier in OMSI gibt es dann als nächstes die Folge auf der Buslinie 300 nochmal in der Nacht, werde ich diese Buslinie nochmal, die Buslinie 300 in Berlin nochmal zurückfahren. Von Philharmonie nach Warschauer Straße, S- und U-Bahnhof Warschauer Straße. Aber in dieser Folge war es jetzt halt die Buslinie 635 hierhin nach Blaureuth Westbahnhof. Ich verabschiede mich jetzt von euch und bedanke mich fürs Zuschauen und sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Video. Euer Marco Schlaut. Und tschüss. Und der Bus sagt auch auf Wiedersehen.